Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier bei 7DSOD. Wir werden jetzt losdüsen und losfahren. Wir fahren Richtung Schloss oder Burg, da ist in der Eiswüste. Ich hoffe, dass wir da unser Moped nicht so voll ist. Ich habe ja hier Fahrrad, ne? Moped draußen. Wir keine Gäste haben, ne? War es und kam, ne? Den haben wir gleich mal erledigt. Einen sauberen Schuss. So, beigucken. Ja, ist noch was drinnen. Das müssen wir noch reinbringen. Denn das ist jetzt machen wir hoch. Können wir auflassen den Augenblick. Da können sie normalerweise nicht mehr reinkommen. Normalerweise. Ich habe hier noch eine Kiste. Das bitte verkaufen, packen wir hier rein. Und wenn die mal voll ist, werden wir das hier entsprechend mal verkaufen hier alles, ne? Mir ist die Munition abhanden gekommen, wollte nur sagen, ne? So. Das brauchen wir. Das müssen wir auffüllen und das, ja gut. Das dürfte bleiben, ne? Könnte bleiben. Okay, dann gehen wir los. Wir fahren mit dem Moped. Irgendwann werden wir ein Auto bauen. Weiß noch nicht genau wann. Eher nachts. Aktuell wird Eisen durchgeschmolzen und so, dann fahren wir los. Also Eisen wird durchgeschmolzen und Stein. Der Betonmischer arbeitet noch mal am Beton, fleißig. Und der zweite Mischer macht Bruchsand. So, wir haben relativ früh am Tag. Wir müssen, also ich muss Gas geben. Ich weiß nicht genau, ob wir da am einen Ritt alles erledigen können. Ne? Also, denkt man eher nicht. Aber schauen wir mal. Ne? Ja, Munition, ja, ist nicht gut. Wenn ich die jetzt nicht auffinde, also in den Kisten ist nichts drin. Da muss ich mal sehen, dass wir da jetzt ein bisschen noch ein bisschen Messing finden. Beziehungsweise, wenn wir endlich mal Munition herstellen könnten. Also, ein paar Punkte fehlen noch. Und da bin ich mir nicht mal ganz sicher, ob wir die überhaupt da auch herstellen könnten. Ne? Also, ich weiß es nicht genau. Zumal aus Metall, ne, aus Eisen und so weiter. Deshalb brauchen wir für die Hülsen, also die Hülsen brauchen wir Messing. Und das ist hier keine Massenware. Ja, leider. Hoffentlich gleich um 8 Uhr das Symbol kommt, Blutnacht, dann habe ich echt ein Problem. Weil. Also nicht abschießen kannst, ne? Du musst dir höchstens ein paar Pfeile zusammenkratzen, die ich habe, und die Armbrust nehmen, ne? Wäre doch eine Option, ne? Und hoffen, dass die anderen Teile gut schießen, ne? Hier wollten wir lang. So, da muss man gucken, wie genau wir jetzt da hinkommen. Das weiß ich nicht genau. Dazu muss ich einmal geradeaus fahren. Und auf dem Berg ist das irgendwie. Auf dem Berg ganz oben. Das ist garantiert kalt. Na, heute besoffen. Da oben rechts das Haus, da will ich hin.
Und hier ist auch eine Straße hoch. Müssen wir mal gucken, wie wir da hinkommen, also zur Straße. Weil die Zufahrt kann ich so nicht erkennen. Noch nicht. Da sieht aus. Ah, hier, können wir rechts abbiegen. Hoffen wir mal das Beste, ne? Bin echt neugierig, was da oben ist. Böse Straße. Müll. Nur da soll das Herz sein. Müssen wir irgendwie versuchen. Ja. Tanken. Na gut, das ist natürlich ungünstig zu diesem Zeitpunkt, ne? Aber gut. Vollgas. Die Zeit ist im Nacken. Können wir gleich mal die Aussicht genießen, ne? Ah. Wer hat hier wohl so ein Grundstück gebaut? Hat auch Nachteile, ne? Naja. Gut. Wahnsinn, eine Garage. Da ist die grüne Zone. Gut. Oh, Tür ist offen. Dazu. Mal einmal anklopfen, ne? Das haben wir gleich Messing gesehen. So. Ich weiß mich nicht genau. Klar, ein Auto. Zwei. Das Nachladen haben sie gehört. Das ist nicht schlecht. Also. So, das war also leer. Nachladen. Das ist äußerst ungünstig, wenn leer ist, ne? Aber wir haben XP gekriegt, aber gut. Bis zum nächsten Level, das dauert noch lange. So, da kommen wir nicht rein. Also looten machen wir jetzt am Schluss. So. Da ist zugenagelt. Safe. So, falls sie. Und da kommt sie nicht rein, so schnell. So. So, die Tür mal entschärfen.
Duschvorhang. Muss mal anklopfen, ne? Dachterrasse oder Terrasse an sich. Dach haben wir keinen hier in der Höhe. Aber wie gesagt, Türen. Irgendwo klopft schon wieder eine. Aber ich war hier noch nicht gewesen, da ist hier beschädigt. Baston. Ich will es auch kommen. Der ist heftig. Da musste ich auf Maschinengewehr umstellen, das war mir doch zu stark. Ich brauche Messing. Schaufel. Keine Schaufel. So. Schraubenschlüssel. Das könnte. Naja, Klimaanlage ist nicht logisch hier, aber gut. Könnte mal sein, ne? Rohre. Oh, doch, wir haben einen Kühler gefunden. Kühler ist ungefähr 50 Munition ungefähr. So. Hackebeil. Safe. Den machen wir später. Ja, da blenden sie immer gut. So. Ein, zwei Türen. Nicht erschrecken, ne? Die tauchen meistens unverhofft auf. Wie gesagt. Da musste ich heftig, also zwei sind so zu viel. Ich wollte doch hier die Tür haben. Ein Messbecher. Hier ist eine Ausfalltür. Draußen. Luft. Ja, schöne Aussicht. Also ich höre da immer noch einen hier. Weiß nicht genau wo. Wollte mal nachschauen.
Eine Tür muss jetzt wirklich Munition bauen. Drei sind zu heftig. Mit der Axt. Aber ich konnte meinen Messing retten. Noch ein Messbecher. Naja. Wo man unser Teil holen, ne? Für da bin ich überladen. Ich muss aufpassen mit Looten jetzt hier, dass ich nicht so viel loote. Denn später bereue ich das, weil ich zu schwer bin und dann es campt sich so schlecht. So. Finden wir nicht zurück. Hier das keine Tür. Ey, Tür. Ah, da bist du ja wieder. Und nicht draufhauen, ne? So. Die Dose. Jedenfalls da draußen. So, gehen wir nach oben, ne? So, haben wir hier nichts gefunden, was in den Büchern ist? Nee. Ah, keine Bücher. Keule. Nischt. Das ist ein großes Haus. Da werden wir hier unser Gerät aufstellen. Blicken umher und blicken und blicken. Und wir sehen das? Nix. Ja, dann sehen. Das ist unsere Pappkarren. Gut, von der Munition habe ich noch genug, werden wir jetzt verwenden. Weil die macht noch viel kaputt, gebe ich ehrlich zu. Und wäre nicht geeignet für uns zu Hause. Weil die sofort alles zerstören würde. Richtung. Was wir gebaut haben, würde das Ding zerstören. Ne? Und das wäre ja, ja mal schade. Ich wollte sagen, Bett im Käfig. Mir ist kalt. Ist das Bronze? Muss mal gucken. Machen wir es mal, ne? Oh, oh, wie schön, schön an. Flanellhemd. Macht der Schönes. 5. Wird man leicht zerlegen. Messingheitskörper, das ist gut. Ölschiefer. Zerlegen. Platz schaffen, Junge, Platz schaffen. Für den Winter ist besser, ne? Hitze ist schon ganz gut, aber wir brauchen mal Kälte. So, wir sind ein bisschen. Können wir gleich mal eine nehmen. Wieder genesen. Achso, das wollte ich hier machen, ja.
Er gibt nur Schrott. Und Holz. Das lässt sich abschrauben. Und Messing. Schade. Ist nur gestrichen mit Farbe. Das ist auch nur Holz. Aber ich brauche Messing. Das ist ganz wichtig. Und das ist, ja, lebensnotwendig, wenn ich das mal so sage. Ne? Plan geht nicht, nur 7 rein. Die Lampe ist auch Messing, also ja, 12 Stück gemein. So. Das war mal ein guter Fund. So, den Zugang können wir uns erschaffen per Gewalt. Oder wir gehen einfach außen herum. Ach, gehen die durch, ne? Die Axt hat schon kräftigen Bums, ne? Also, da ist nicht so. Da legt man ruckzuck mal ein Loch in den Boden rein, ne? Ja, die gute Ausdauer, die gute Ein. Ah. So gar nicht. Gut, hat sich nicht gelohnt. Bis jetzt. Naja. Ich weiß nicht, ob das Ding gut ist. Lustig, Mensch. Trink doch was. So, Wasser. Deswegen ist auch die Ausdauer so im Keller. Der hat sich gelohnt, der Schuss. Ja, das ist ein Nachteil, ne? Muss ich aufpassen. Hat zu viel Bums in die Waffe. So, Türen. Also kann ich nicht zu Hause verwenden bei der Verteidigung, weil dann ja das Gitterrückzock hinüber ist, ne? Oh, hier ist interessant. Hier kommen Bücher.
Oh, heftig, Junge, das ist heftig. Da war eine richtig starke. Grün und dieser hier, naja, diese Knochengestell. Das heißt, ich brauche Medizin. Das haben wir Schönes. Um was zu beißen. Das macht auch ein bisschen was aus. Das war eben heftig, du. Müssen mal Leute die Bücher holen. Geht's dahin? Hier waren Bücher gewesen. Das ist ein Regal. Buch. Das lohnt sich hier auf jeden Fall. Weil bis jetzt haben wir schon zwei Bücher gefunden, die wir nicht kennen. Gut, das kennen wir. Das kennen wir auch. Na gut, Papier. Haben wir eigentlich genug? Müssen wir nicht mitnehmen, ne? Oh, Messing, Messing. Hätte immer lustig, wenn die noch leuchten. Gut, Kerze, ja, irgendwann aber Schluss, ne? Da, oh, dann noch ein Buch. Wieder vollgeladen. Das heißt, wir müssen noch hier Handbuch. Magische Waffen. Rückstoß, sage man soll immer nur. Achso, ja, okay. Also was Gutes. Und dann hier Magnum Vollstrecke. Eine billige. Diese billige Anzüge sehen gut aus. Und dämpfen erbitterten Schaden. Was ab? Du musst alles 5% weniger Schaden, wenn du Anzug trägst. Ach so, okay. 5%. Essen brauchen wir nichts. Das haben wir, das brauchen wir nicht. Das können wir zerlegen. Ah, ausrüsten. Na gut, ausrüsten ist gut. Gucken. Messing 16 ist gut. Den können wir wegwerfen. Hätten wir auch zerlegen können, ne? Ja. Immer noch 8 überladen. Gut, die Falle auch zu Hause lassen können, ne? Ah, hätten wir alles machen können, ne? Hätte, ne? So. Ey. Was ist hier? Ein Teil. Aus Stahl. Perfekte Basis, ne? Verstecken. Gut, okay. Medizinische Vorrat. Gut, kann man brauchen. Ja, kann man auch brauchen. Ja, keine Frage. Und hier ein Schlag muss es sein, ne? Gut, das kriegen wir noch rein. Und dann müssen wir gucken. Muss ich mal schauen, was das hier zu bedeuten hat. Der Fahrstuhl fährt. Ich gehe mal zurück zum Moped.
Also hier ist nichts zu holen. Anführungszeichen. Da oben ist eine Tasche. Da ist noch eine zweite Etage. Ich muss da hin. Aber wir müssen mal sehen, dass wir unser Gepäck loswerden. Dann, aber wir sehen. Das muss noch höher gehen normalerweise. Aber wir wollen unser Gepäck leer machen. Bringt ja nichts, wenn wir uns hier Kronleuchte. Der Messing kriegt? Sieht so aus, ne? Muss ich schussbereit machen hier. Der wollte. Ja. Bin noch nicht fertig. Bin noch nicht fertig. Unten war noch ein Safe. Und den kriegt nicht mit. Oder? Benutzen. Die muss Geld gewesen sein, ne? Also hier. Wer so eine Hütte sich leisten kann, muss Geld haben. So, wie komme ich wieder raus? Zum Moped? Cool, Liebschauer, das soll es für die heutige Folge gewesen sein. Ich packe mal kurz aus und dann hole ich euch gleich wieder ab. Dann seid mal tschüss und ciao, ciao für heute. Und das geht gleich weiter. Tschüss und danke fürs Reinschauen.